Eine Frage bekomme ich wirklich oft gestellt, nämlich: Kann Mautic Newsletter versenden? Und die Antwort ist, natürlich kann Mautic Newsletter versenden. Es funktioniert sogar super einfach. Aber weil Mautic so ein gewaltig großes System ist, muss man halt wissen, wo man klicken muss. Für Newsletter gibt es ein mega praktisches Tool in Mautic. Das Ganze nennt sich Segment E-Mail. Und natürlich baut das auf Segmenten auf, also auf den unterschiedlichen Listen, die du mit Mautic machen kannst. Und nachher kannst du natürlich deinen Newsletter planen. Du musst nicht dort stehen und auf Senden klicken und dann warten, bis sich der Balken füllt für deine 400.000 Kontakte, sondern du kannst es im Hintergrund planen und dann arbeitet Mautic das auch richtig schnell und vor allem stabil ab, so dass es egal ist, ob dein Browser da ist oder ob du eine Internetverbindung hast oder was auch immer. Also Mautic ist das beste System, um Newsletter an mega viele Leute zu senden. Das Einzige, was du brauchst, sind zwei Dinge, nämlich natürlich brauchst du ein Mautic. Also du brauchst eine Mautic-Instanz, die du dafür benutzen kannst. Falls du noch keine hast, hier in diesem Video siehst du, wie du Mautic installierst. Mach das zuerst. Wenn dir das alles zu viel ist und du einfach nur eine funktionierende Mautic-Variante haben willst, dann klick auf den Link unten in der Beschreibung. Manage Mautic von Hartmut.io und dort bekommst du das perfekte Managed Mautic-System. Alles ist eingerichtet, alle Crowdjobs sind eingerichtet. Alles funktioniert so, dass du sofort senden kannst. Du hast sogar vorgefertigte Kampagnen, Landingpages, E-Mails. Wenn du meinem vorigen Video zur perfekten, super coolen Double Opt-in-Kampagne ohne Code gefolgt bist, kannst du jetzt ein Newsletter-Segment erstellen. Und das ist auch das, was wir tun. Wir werden als allererstes ein Double Opt-in-Segment erstellen mit allen Leuten, die beim Double Opt-in den ganzen Prozess gemacht haben, die auf den Link geklickt haben. Danach machen wir eine Segment-E-Mail, also einen Newsletter, designen eine E-Mail, sodass das auch hübsch aussieht. Schauen uns kurz an, wie kannst du auf die schnelle, wunderbare E-Mails und wunderbare Newsletter macht, dann versenden wir das Ganze an die Kontakte und dann schauen wir uns noch an, wie du einen Newsletter planst, sodass er einfach später automatisch versendet werden kann. Ganz wichtig bei der ganzen Sache sind nachher noch die Cron-Jobs. Das ist das, wo viele Leute dann sagen, ja, mein Mautic funktioniert, das ist total blöd. Nein, du hast noch nicht ganz genau beachtet, was Mautic eigentlich braucht. Wenn du noch nicht weißt, was Cron-Jobs sind, schau dir dieses Video an, da erkläre ich ganz genau, was Cron-Jobs sind und welche Cron-Jobs du brauchst, beziehungsweise unten in der Beschreibung gibt es einen tiefgehenden Blogbeitrag. Dort erkläre ich dir alles, was du zu Mautic Cron-Jobs wissen musst. Starten wir. Das erste, was wir brauchen, ist ein Double Opt-in-Segment. Also wir gehen hier zu Mautic. Wir haben jetzt schon unsere Kontakte, die sich bei diesem Formular eintragen, was wir ihnen gegeben haben und die laufen die Double Opt-in-Kampagne durch und von dem können wir dann ein neues Segment machen und darin vergibst du einen Namen und das Ganze ist jetzt, wie auch immer, du kannst nennen, wie du möchtest, nennen wir es Newsletter.dui und da machen wir jetzt einen Filter und nämlich nehmen das Double Opt-in-Feld, was wir beim letzten Video erstellt haben, wie gesagt, wenn du es noch nicht geschaut hast, schau das an, nehmen diesen Double Opt-in-Filter und sagen, okay, Double Opt-in muss auf Yes sein. Nur Leute, die auf Yes sind, werden in dieses Segment gefiltert. So, schließen wir das. Es dauert dann ein paar Minuten, bis der Cron-Job läuft. Schau dir die Cron-Job-Videos an, falls du noch nicht gemacht hast. Du brauchst hier den Cron-Job Mautic Segments Update. Der muss laufen bei uns. In unserem System läuft er alle 15 Minuten. Also, damit haben wir schon den ersten Teil abgeschlossen. Das zweite, was wir brauchen, ist natürlich den Newsletter selbst, also die Segment-E-Mail. Das heißt, wir gehen auf Channels und auf E-Mails und hier drinnen machen wir jetzt einen ersten Newsletter. Also gehen hier rechts oben auf Neu und machen hier ein neues Segment-E-Mail. So, und hier drinnen können wir jetzt starten. Du kannst von einem Blank-Template wegarbeiten oder von einem der Templates hier. In Managed Mautic haben wir noch ein paar andere Templates drinnen. Ich verwende jetzt hier einfach das Breens-Template, weil wenn du dein Mautic selbst installiert hast, dann sieht das genau so aus. Wir haben auch noch ein anderes Video, wie du wunderbare Mautic-Templates erstellen kannst und dann vergeben wir einfach einen Namen. Also du brauchst natürlich einen ordentlichen Betreff, der die Leute dazu animiert zu klicken. Das Ganze nennen wir Newsletter 01 und dann suchen wir uns das Kontaktsegment und da nehmen wir natürlich das Newsletter Double Opt-in-Segment. Du kannst dann auch noch hier deine Sprache einstellen. Mautic kann mehrsprachige Newsletter versenden in unterschiedlichen Sprachen, was natürlich mega cool ist. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. So, Published. Lassen wir inzwischen auf No, weil wir jetzt gerade erst den Entwurf machen. Das heißt, ich speichere jetzt einfach mal, sodass diese Mail erstellt wurde. Und jetzt gehe ich in den Builder. In dem Mautic-Builder kann ich jetzt meine E-Mail zusammenbauen. Also ich gehe mal hier rein und sage, okay, das brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Überhaupt brauche ich die ganze Section hier oben nicht. Und dann nenne ich das Ganze hier, so gewinnst
du die Welt. Und das kann ich natürlich auch designen. Also ich gehe hier rüber auf den Brush und sage hier bei dem Text, bei der Typografie, kann jetzt hier noch die Font Size verändern und auch den Font verändern, so wie ich es haben möchte. Also ich kann dann alles ändern, wie ich es will. Du kannst hier mit Doppelklick Bilder hochladen und Bilder verändern. Du kannst natürlich deine Texte verändern. Du kannst hier aus diesen ganzen Materialien eigene Dinge hereinziehen, eben auch Buttons und so weiter kannst du hereinziehen. Und hier mit dem Brush veränderst du dann das Aussehen dieser Dinge. Ja, also du kannst hier mal die Schrift verändern und dann hier unten bei den Decorations kannst du noch den Hintergrund verändern. Das hier auf Weiß verändern und dann machen wir ein Border. Und dann hast du hier einen wunderbar tollen Button. Und diesen Button, dem kannst du hier dann oben einen Link geben, zum Beispiel zu Hardmode.io. Genau so, und jetzt haben wir unsere E-Mail. Also ich kann die jetzt einfach speichern. Und mir fällt gerade ein, es wäre für das Tutorial gut, das hier umzustellen auf Deutsch. Das werde ich jetzt kurz machen. Seit Mautic 4 funktioniert das auch richtig schnell. Also du kannst hier einfach deine Sprache ändern auf die Sprache, die du möchtest. Gehst auf Speichern und dann ist das Ganze hier auf Deutsch. Also hier haben wir unseren Newsletter 01. Dann gehe ich jetzt nochmal hinein und auf Edit oder auf Bearbeiten. Und jetzt haben wir hier auch die ganzen Dinge auf Deutsch stehen, was natürlich angenehm ist. Wir haben jetzt hier unser Kontaktsegment, das haben wir festgelegt. Und wir haben jetzt hier die Veröffentlichung. So, jetzt gibt es zwei Dinge, die man beachten muss. Also ich kann jetzt hier auf Veröffentlicht Nein klicken, dann ist der Newsletter noch nicht versandbereit. Also dann kann ich ihn auch nicht versenden. Oder ich gehe auf Veröffentlicht Ja und gebe hier kein Veröffentlichungsdatum herein. Also ich lasse das einfach leer. Dann kann ich hier speichern und schließen und kann den Newsletter hier versenden. Also das allererste, was ich jetzt mache, ist mal, ich versende ein Example. Also ich versende einen Test an mich selbst. So, das kann ich einmal schicken. Wenn du den Vornamen zum Beispiel verwendest, dann kann in der Test-E-Mail natürlich kein Vorname eingefügt werden, weil Mautic weiß ja nicht, an welchen Kontakt. Das schickt das ja nur direkt an deine E-Mail-Adresse und da gibt es keinen Kontakt dazu. Wenn du aber den richtigen Newsletter sendest, gibt Mautic die Daten dieser Kontakte hinein und füllt dann auch den Vornamen und so weiter ein. Das heißt, wenn du einen echten Test machen möchtest, brauchst du ein Testsegment. So, jetzt habe ich wahrscheinlich alle verwirrt, die sich das Ganze anschauen. Ich hoffe, du bist noch dabei. Also mach dir am besten ein Testsegment, wo du nur dich hineingibst mit Vornamen, Nachnamen und so weiter, sodass du auch deine Custom Fields ausgefüllt siehst und sende dir dann den Newsletter. Ja. So kompliziert ist es nicht. Du schaffst es schon. So, jetzt haben wir hier genau den Test. Und du weißt dann, oh ja, es sieht alles fantastisch aus, die Buttons, alles stimmt, es ist alles einfach fantastisch, es ist richtig gut. Also du musst natürlich auch testen, ob diese Buttons funktionieren und so weiter und so fort. Und dann kannst du einfach auch sagen, okay, cool, jetzt versende ich den Newsletter. Wenn du wenige Kontakte hast, und mit wenig Kontakten meine ich so 10.000, dann kannst du ruhig hier einfach, sagen wir heute, es ist jetzt 10.23 Uhr meiner Uhrzeit, das heißt, ich möchte jetzt den Newsletter versenden. Dann kann ich hier einfach hergehen und auf Senden klicken. Und dann sehe ich hier, wie viele Kontakte in meinem Segment sind. In dieser Instanz ist jetzt ein wartender Kontakt, der den Double Opt-in durchgemacht hat. Das war mein Testkontakt vom letzten Video. Und an den kann ich das jetzt senden. So, kann ich einfach auf Senden klicken und alles ist gut. Klicke hier, senden. Und dann läuft der Versand. Also wenn du viele E-Mails hast, dann dauert das relativ lang. Wenn es fehlgeschlagen ist, kannst du nochmal senden. Das Coole bei einer Segment-E-Mail ist, es schickt dann nur an die Leute, die ihn noch nicht bekommen haben. Das ist die eine Variante. Also du kannst das sofort machen. Oder, und das ist das, was ja die meisten Menschen machen wollen, du sagst, naja, jetzt ist aber nicht gerade die Uhrzeit, zu der ich den Newsletter schicken will, weil es gerade 11 Uhr am Abend oder eben 10.24 Uhr vormittags. Und normalerweise will ich den Newsletter am Dienstag in der Früh schicken. Das heißt, du gehst hier auf Veröffentlicht, ja, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch etwas, was verwirrend ist. Ich gebe es zu. Uns ist noch nicht eingefallen, wie man das Ganze besser machen kann. Und dann sage ich ein Veröffentlichungsdatum. Nämlich, wann möchte ich, dass es veröffentlicht wird? Und in dem Fall sage ich, okay, ich möchte es immer dienstags um 8 Uhr früh. Also am 12., das wäre der nächste Dienstag, um 8 Uhr früh. Und dann muss ich ihn auch unveröffentlichen, weil sonst versendet der Newsletter bis in alle Ewigkeiten an jeden neuen Kontakt, der hereinkommt in dieses Segment. Und das will ich natürlich nicht. Das heißt, ich gehe hier auf Unveröffentlichen und gebe den gleichen Tag ein paar Stunden später hinein.
Mautic ist ein System, mit dem du in der Hand hast, was du tust. Mautic ist nicht blöd oder irgendwas oder kann das nicht, sondern du musst Mautic richtig programmieren. Und dadurch, dass du Mautic mit so vielen Sendesystemen verwenden kannst, können wir in Mautic nicht einfach sagen, okay, Newsletter-Versand dauert eine Stunde. Weil vielleicht hast du ein System, was mega langsam ist. Und wenn du an 100.000 Kontakte versenden willst und dein Sendesystem 7 Stunden braucht, dann kannst du einfach nicht nach einer Stunde unveröffentlichen. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt so. Es gibt Sendesysteme, bei denen es mega schnell geht. Vor allem, wenn du ein Spool verwendest oder ein Queue verwendest. Wenn du beim Managed Mautic bist, dann kannst du sagen, okay, um 8 Uhr will ich, dass es versendet wird und dann um 8 Uhr 5 wird unveröffentlicht. Und dann hast du trotzdem deine 1 Million Kontakte in dem Spool und es wird an diese 1 Million Kontakte versendet. So funktioniert die ganze Sache. Also du hast ein Veröffentlichungs- und ein Unveröffentlichungsdatum und es muss hier auf Ja geschaltet sein. Und dann gehst du auf Speichern und Schließen und dann verändert sich das hier in Pending. So, und in der Übersicht siehst du dann hier, das Ganze ist Pending, also es ist geplant und du würdest dann hier auch noch zusätzlich sehen, an wie viele Leute das noch hinausgeht. In dem Fall jetzt niemand, weil es gibt nur einen Kontakt mit Double Opt-in of Yes, an den wurde es schon gesendet. So. So planst und sendest du Newsletter in Mautic. Es ist wirklich, wirklich einfach. Das, was jetzt noch wirklich wichtig ist, ist, schöne Newsletter zu bauen und gute Templates zu bauen. Schau dir das in diesem nächsten Video an. Wir sehen uns dort. Hinterlass einen Kommentar, schreib alles dazu in die Kommentare, was dir so auffällt an Fragen, die du noch hast, was dir noch unklar ist. Wir sprechen darüber, machen vielleicht sogar ein Video und wir sehen uns jetzt hier im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.